Hallo, ich heiße Peter. Willkommen zurück auf dem Kanal. Heute werden wir uns mit dem Thema Ausdampfung beschäftigen. Ausdampfung. Okay, es handelt sich hier um das Fach Baukonstruktionslehre beziehungsweise Tragwerkslehre. So, also was ist eine Aussteifung? Okay, also eine Aussteifung bzw. Teil der Aussteifung sind die unterschiedlichen Elemente und Bauteile, die angesetzt werden, um sicherzustellen, dass ein Gebäude bzw. das Tragwerk sich nicht bewegt bzw. stabil bleibt. Okay. Und aus aussteifenden Elemente werden wir Scheiben haben, beziehungsweise wenn wir von Scheiben reden, hier an der Stelle könnten wir eigentlich von Wände reden an der Stelle oder von Rahmen. Von eingespannten Stützen. Also es könnte tatsächlich eine Wand sein, wenn wir da wirklich von Scheibe reden. Es könnte ein Rahmen sein. Der Rahmen selbst könnte gelenkig gelagert sein, also ein Zweigelenkrahmen zum Beispiel. Es könnte auch ein Dreigelenkrahmen sein. Es könnte ein Rahmen sein, der eingespannt ist auf beiden Stützen. Warum nicht? Ja. Es kann sein, drei Gelenkrahmen habe ich auch mal erwähnt. Also es ist erstmal wichtig, hier genau zu sagen, was ist das eigentlich, eine Scheibe, beziehungsweise was wird an der Stelle gemeint. Da könnte man eine Stelle haben, die eingespannt ist. Und wenn sie schon eingespannt ist, dann braucht man nur so eine gelenkige Konstruktion. Mit Kenntnissen aus der Baustatik würde man hier erkennen, dass dieser Körper hier schon fest ist, also eingespannt. Das Gelenk an der Stelle wäre dann gedanklich sowas wie ein Festlager an der Stelle. Und da hätten wir ein Dreigelenk. Und die Betrachtung, die ich gerade da durchführe, ist natürlich nur in der Ebene, nur in dieser XY-Ebene. Gut. Also mit Scheibe hier an der Stelle wird gemeint, erstmal, dass die Lasten hauptsächlich in dieser gezeichneten Ebene zu betragen sind. Nehmen Sie mal hier XY, diese XY-Ebene zu übertragen sind und nicht senkrecht dazu. Bei den Rahmen hier ist es klar, dass dieser Rahmen eigentlich keine Last mehr dazu nehmen kann, es sei denn, diese Lücke hier wird gefüllt durch etwas, was in der Realität eigentlich tatsächlich durchgefüllt wird. Aber es ist nicht wirklich so gesehen, dass ein Rahmen lastenquer
Quersumme hier aufnehmen muss. Okay, also der Rahmen steht hier eigentlich, um Lasten aufzunehmen, die in seiner Ebene auftreten. Solche Lasten, beziehungsweise die, also in dieser XY-Ebene und nicht senkrecht dazu. Also parallel zu dieser Ebene. Und das ist erstmal die Definition halt von einer Scheibe, also aus der reinen statischen Sicht. Eine Scheibe ist ein Bauteil halt mit einer Dimension, die viel kleiner ist als die anderen. Also in dem Fall hier, die Dicke hier ist viel kleiner als Breite und Länge, kann man hier sagen. Okay, und die Übertragung der Lasten erfolgt hauptsächlich in die Ebene des Bauteils. Okay. Also die Ebene, mit Ebene hier wird gemeint, genau die, also die Ebene, die gebildet wird von dieser, von diesen Breite und Länge halt. So, also hier die Dicke, ich kann sie mal klein d nennen, ist viel kleiner als b bzw. h. Okay, und die Lasten sind in die Ebene zu übertragen. Das wäre der Fall einer Wand. Man kann aber auch einen Rahmen haben und dieser Rahmen würde auch eine Scheibenwirkung grundsätzlich haben für unser Gebäude. So, das hier war eine Erklärung, das kann ich gleich löschen. Also ganz konkret, was heißt das? Wir zeichnen hier mal ein Gebäude. In 3D. Also nur eine Zeichnung hier, nur das Skelett grundsätzlich. Also hier Stützen sind zu erkennen. Die Stützen sind jeweils gelenkig gelagert. Wir machen uns erstmal keine großen Gedanken über die Lagerung da der Stützen. Wenn ich da sage, das sind Festlager. Da würde man sich noch überlegen, da sollte man sich noch überlegen, ob diese Festlager zusätzlich eine Gabellagerung haben sollten, um die Torsion der Stütze zu vermeiden. In dem Fall hier ist es grundsätzlich ein Muss. Aber so detailliert will ich da erstmal nicht reingehen. Also hier sind wir nicht in den Baustein sein, sondern wir wollen was anderes zeigen hier. Aber trotzdem. Man muss es schon richtig machen. Aber falls ihr nicht genau wisst, was ich da mit Gabellagerung meine, ist es auch vollkommen egal an der Stelle. Gut, also jetzt haben wir da sowas. Wir haben vier Stützen. Wir haben oben die vier Stützen einfach miteinander verbunden. Also nicht komplett, nicht alle miteinander verbunden. Ansonsten hätten wir hier noch gekreuzten Verbände da, das haben wir noch nicht getan, sondern wir sagen einfach, ja, wir hätten da gern ein rechteckiges Dach und wir haben hier vier Stützen. Jetzt stellt sich die Frage, wie steift man sowas aus? Okay, also die Aussteifung hat hier als Ziel, diese Konstruktion von sich so zu gestalten, dass sie horizontale Kräfte aufnehmen kann. Solche horizontalen Kräfte können zum Beispiel aus Windbelastungen kommen. Sollten wir diese Konstruktion genauso lassen, dann hätten wir keine großen Windbelastungen drauf, weil der Wind könnte einfach durchlaufen oder so. Aber später, wenn wir natürlich hier das Ganze ausfüllen, es wird nicht einfach so leer bleiben. Das alles wird hier ausgefüllt. Es wird da zu sein, sodass der Wind dann tatsächlich auf so eine Fläche wirken kann, angreifen kann und wir hätten da horizontalen Lasten, die aufzunehmen sind, die können wir vereinfachend
auf diese Skelettbauweise das Ganze lassen, dann den Knoten hier einsetzen. Beziehungsweise wir hätten hier auch so eine Art Linienlast einsetzen können. Aber ja, zum Beispiel. Also die horizontalen Lasten können aus Windbelastungen kommen. Das ist vielleicht die erste Einwirkung, woran man denken kann, an der Stelle, was horizontal Lasten angeht. Also nochmal, Windlasten sind in Eurocode 1, Teil 1, und dann wird Teil 1 hier. Sorry, hier, da sind Windlasten geregelt. So, wir können auch horizontale Lasten haben. Aus Erdbeben eigentlich, also hier nochmal Eurocode 8, Erdbebenlasten. Also aus der Bodenbeschleunigung werden wir so vertikalen Horizontalbeschleunigungen haben, ja, und jetzt mit diesen horizontalen Beschleunigungen. Mit m mal Beschleunigung, also m mal xg Punkt hier, könnte man dann auf dem Gebäude statisch äquivalente Einzellasten da einsetzen. Und Sie haben mit der Beschleunigung aus dem Erdbeben zu tun. Also Sie wären dann auch Stockwerke da einzusetzen, zum Beispiel. Also siehe Eurocode 8 an der Stelle. So, die Horizontallasten können auch aus der Schieferstellung von Stützen kommen. Also stellt euch mal vor, eine Stütze sollte prinzipiell geradeaus stehen, also rein vertikal stehen, aber aus irgendwelchen Montagenfehler oder Imperfektion hat man da eine kleine Schieferstellung der Stütze. Die Lasten, die prinzipiell rein vertikal verlaufen sollten, sind jetzt ein bisschen geneigt. Und was heißt das, wenn sie ein bisschen geneigt sind? Für die Stütze selbst ist es vielleicht nicht so dramatisch. Eigentlich kann es schon zu Problemen führen, aber für die Stütze ist es vielleicht nicht so dramatisch. Aber denken wir mal an Achsreaktion, was heißt das? Das heißt, die Kraft, die von der Stütze auf den weiteren Elementen ausgeübt wird, die hier, ist dann auch geneigt. Sie hat dann da eine kleine horizontale Komponente. Okay, eine vertikale Komponente und eine horizontale Komponente, die von Anfang an vielleicht doch nicht geplant wurde. Und diese kleine horizontale Komponente wird dann für uns auch so eine horizontale. Also stellt euch mal vor, diese Stütze, die hätten zum Beispiel so ein System. Und dann die Stütze ist jetzt plötzlich ein bisschen schneide mal dort. Das heißt, wir haben plötzlich an der Stelle hier nicht nur eine vertikale Kraft, wie es eigentlich geplant war, sondern auch so eine kleine horizontale Kraft, die abgefangen werden muss. Okay? So. Und wie werden prinzipiell unsere aussteifenden Systeme funktionieren? Stellt euch mal vor, erstmal hier im 2D. Dass wir so eine Konstruktion hätten, wie wir hier in 3D schon gezeichnet haben, nur zwei Stützen verbunden mit einem Balken da oben und unten sind die zwei Stützen auch gelenkig gelagert. Aus der Baustativ würde man hier direkt sehen, dass das System kinematisch ist. Es ist einfach kinematisch, wir haben da einen Freiheitsgrad. Aber ja, um das Ganze hier auszusteifen,
würden wir noch nicht da brauchen. Zum Beispiel seine Diagonale. Okay. Oder die hier. Es ist erstmal egal, in welche Richtung wir den Stab hier hinzufügen. Solange dieser Stab sowohl Zug- als auch Druckkräfte aufnehmen kann, ist es egal, wie wir es genau positionieren an der Stelle. Und wenn so eine horizontale Kraft kommt, dann sollte dieser Stab dann diese horizontale Kraft aufnehmen können. Okay. Was retten wir an der Stelle hier? Guck mal. Aus. Wir können da mal ein paar Dimensionen vielleicht mal eingeben, damit es nicht zu kompliziert wird. Nehme ich die Höhe hier mal L und den Abstand zwischen den Stützen auch L. Damit hätten wir aus Momentengleichgewicht am gesamten System das Lager B eine Vertikalkraft auf V hier von minus H und wir hätten hier H mal L und AV mal L müssen noch ergeben, also AV muss minus H sein. Das ist ein Pendelstab, hat also keine horizontale, keine Kraftquelle dazu, bisschen keine Querkräfte. Also die Kraft, die horizontale Kraft hier AH ist 0, damit kann nur BH hier. Die Kraft H aufnehmen. In horizontaler Richtung. BH ist H. Und was noch? Summale Kräfte in vertikaler Richtung muss noch erfüllt werden. Das heißt, BV hier hat keine andere Wahl als plus H zu sein, dadurch, dass AV minus H war. Okay. Und was noch? Die zwei Elemente hier wären in dem Fall, in dieser Anordnung, werden beide Nullstäbe. Okay. Da muss man nicht vergessen, die Grundlagen noch von Fachwerken aus der technischen Mechanik 1. Wir hätten hier zwei Fachwerkstäbe angeschlossen an einem gemeinsamen Knoten und die zwei Fachwerkstäbe haben unterschiedliche Richtungen, ja, damit sind beide Nullstäbe. Okay, also die Belastung H in dem Fall würde in dem diagonalen Stab hier reingehen. Also hier haben wir schon H, da haben wir H, wir hätten hier, wo ist das immer H. Das können wir eigentlich auch hier unten berichten. Das ist kein Problem. Da haben wir Knoten B. Hier haben wir BH gleich H. Und BV gleich H. Und die Stabkraft da, die nehme ich mal S1. Können wir mal berechnen. S1, also mit Summalkräften in die vertikale Richtung. Hätten wir S1 gleich H. Bzw. H durch 1 durch S2, ja? So, negativ. Das müsste dann drücken. So, okay. Ich merke gerade, ich schreibe schief die ganze Zeit. So, okay. Das ist vorausgesetzt, dass dieser Stab hier Druckkräfte aufnehmen kann. Also ein Stab kann prinzipiell Zug- und Druckkräfte aufnehmen. Sollten wir den Stab anders setzen, positionieren, dann hätten wir die folgende Situation gehabt. Die horizontale Kraft H haben wir da mit Summalkräfte
So mal einen Moment, ich würde vielleicht damit anfangen. So mal einen Moment am gesamten System um Knoten A würde dazu führen, dass BV H ist. Also es wird vorausgesetzt hier, dass die Höhe und den Abstand zwischen den Pfosten, zwischen den Stützen auch, also dass beide L groß sind. Ja. Also BV gleich H. Ansonsten, wenn wir hier für die Höhe LH haben und für den Abstand zwischen den Stützen LV, nee, V ist nicht so gut an der Stelle, L. L horizontal, aber also dann wäre es wieder H. Ich benutze mal klein H was kann ich da benutzen? Okay, L und H. Ich benutze mal L und H und klein H. Okay, also groß H ist die Kraft, okay, klein H ist die Höhe. So, bevor hier wäre dann klein H durch L mal groß H. So. Okay. So, wenn beide aber gleich groß sind, hätten wir dann H. Für klein H gleich okay. Mit Summe aller Kräfte in die horizontale Richtung. Also BH hier ist erstmal 0, weil wir hier einen Bindestab haben. Das hätte ich hier auch sagen müssen. Also habe ich gesagt, oder habe ich nicht geschrieben. Ein Pendelstab ist geradlinig, hat eine Querbelastung, die Lasten greifen nur an den Knoten an, hat keinen Einzelmoment und ja, ich glaube, das ist alles. Das ist alles, was man da erstmal grob wissen muss über Pendelstäbe. Ja, Pendelstäbe haben dadurch keine Querkräfte und keine Biegemomente, hast schon nicht Knoten, sondern nur normal. So. Summale Kräfte in die horizontale Richtung würde dann, also hier ist dann 0, weil es ein Pendelstab ist. Pendelstab, das führt dann zu aha gleich 0. Das ist auch ein Pendelstab. Das führt zu bh gleich 0. Aus summale Kräfte in die horizontale Richtung würde man dann bekommen das aha gleich minus h. Also jetzt muss aha hier die Kraft aufnehmen. Und aus summaler Kraft in vertikaler Richtung hätten wir auch gleich minus h. Okay. So, was heißt es grundsätzlich, wenn wir da am Knoten A schneiden würden, hätten wir hier ein aha gleich minus h. Das heißt h eigentlich nach links gerichtet. AV hier gleich h. Das heißt, A nach, Moment, nee, nee, AV gleich minus H, das heißt, H eigentlich nach unten. Genau. So, das würde jetzt keinen Sinn machen. Und hier im Stab, ich nenne es mal S2, im Stab S2 hätten wir aus summaler Kräfte in vertikaler Richtung. Naja, wenn H hier überall, es ist eigentlich vorausgesetzt, dass klein h gleich l. Okay. Für klein h gleich l. So, jetzt für klein h gleich l wäre dann dieser Winkel hier 45 Grad. Und sonst sollte man das mit Tangens machen. Klein h gleich l. So, und dann hätten wir da S2. Mal 1 durch S2, das habe ich heute nicht ausführlich genug gemacht, deswegen mache ich jetzt nochmal. Plus AV, ne? Gleich 0. Das heißt S2 gleich minus plus S2 mal AV und AV ist S2 minus H, also minus plus S2 mal minus H. Ne? Da hat man plus S2 mal H. In dem Fall hier ist S2 aber ein Zugstab. Im vorigen Fall war es Druck.
So, ja. Ich hatte die Kraft als Kraft eingezeichnet. Es kam einen negativen Wert heraus, also Druck. Und hier habe ich genau dasselbe getan. Es kommt aber einen positiven Wert raus, also es ist nur zu Kraft. Okay, also das ist, wenn man da an der Stelle einen Werkstoff benutzt, der sowohl Zugkräfte als auch Druckkräfte aufnehmen kann. Also zum Beispiel ein Holzbalken an der Stelle aus aufsteigendes Element. Man könnte aber auch einen Stahlstab benutzen und sehr oft an der Stelle würde man einen sehr schmalen, sehr schlanken Bauteil benutzen an der Stelle, was Stahl angeht, weil für Zugkräfte ist die Steifigkeit sowieso sehr, sehr groß. Also da braucht man sich keine Sorge zu machen, aber für Druckkräfte würde es halt nicht passen. Was man dann an der Stelle machen würde, sollte dieses Element tatsächlich Druckkräfte aufnehmen, dann würde man da den Drucknachweis auch durchführen müssen, beziehungsweise den Knicknachweis, um sicherzustellen, dass dieses schlankes Element nicht knickt, besagt. Ansonsten kann man planmäßig Kreuzbänder benutzen mit der folgenden Wiegung. Wenn die horizontale Kraft hier zum Beispiel angreift, dann weht dadurch, dass sie funktionieren grundsätzlich wie Seil, euch mal vor. Euch mal vor, wir hätten hier Seile. Was haben wir gesehen in der Situation? Dass dieser Stab hier Druckkräfte aufnehmen sollte. Also wenn wir nur dieses Seil hier hätten, dann würde dieses Seil hier Druckkräfte übertragen müssen. Ein Seil kann aber keine Druckkräfte übertragen. Also ein Seil würde an der Stelle unter Druckkräfte einfach seine Form bekommen. Es würde einfach durchhängen an der Stelle und keine Kraft übertragen. Also nochmal, damit es ein bisschen klarer wird, warum da überhaupt Druckkräfte ins Spiel kommen. Das haben wir hier schon berechnet und gesehen, dass Druckkräfte an der Stelle vorhanden wären, aber man kann es auch anders noch deutlich machen. Stellt euch mal vor, das Ganze wäre nicht ausgesteigt. Infolge dieser Horizontalkraft würde sich die linke Stütze um das linke Festlager drehen. Die rechte Stütze würde sich ebenfalls drehen um das rechte Lager aber. Das rechte Flusslager. Und der waagerechte Balken hier würde einfach nur eine Translation erfahren. Ich habe hier das Ganze gezeichnet für kleine Verformungen, kleine Verdrehungen. Ja. Ansonsten würde dieser Punkt hier würde sich nicht einfach horizontal bewegen, sondern er würde eigentlich einen Kreisbogen beschreiben. Ja. Dann sowas eher. Die Situation wäre eher die hier. Wenn wir mit großen Verdrehungen und Verformungen arbeiten. Ist aber hier erstmal nicht der Fall. So. Okay. Also am Ende wären wir in dem folgenden Zustand. Und in diesem Zustand hier könnt ihr merken, dass der Knoten hier sich nicht bewegt hat. Das ist ein Festlager. Dieser hier hat sich aber bewegt nach rechts. Okay? Und seine Röhre hat sich nicht geändert. Also mit großen Verformungen hatten wir eine Änderung auch der Röhre. Aber hier bei kleinen Verformungen führen wir einfach eine Bewegung senkrecht zum Polstrahl, wie es heißt, senkrecht zur Verbindung hier zwischen dem Drehpunkt und der ursprünglichen Position des Punktes des betrachteten Knoten, diese senkrechte Bewegung hier, senkrecht zum Polstrahl, senkrecht 90 Grad dazu. Also die Höhe des Punktes heißt nicht geändert, die horizontale Lage aber schon und er ist näher gekommen zu dem
zu einer rechten Festlage hier. Was heißt das? Das heißt, dass der Abstand hier zwischen diesen zwei Punkten, der ursprüngliche Abstand, ist kürzer geworden. Die Länge hier, L1, ist kleiner als die ursprüngliche Länge L0. Okay? Anders formuliert, sollten wir zwischen diesen zwei Punkten von Anfang an ein Element setzen, egal ob es erstmal ein Stab ist oder ein Seil, dann würde wegen diesem auftretenden Verformung, beziehungsweise wegen der Verformung, die hier von der Kraft H ausgeübt werden muss oder verursacht werden muss, hätten wir dann eine Verkürzung des Elementes. Also dieses Element würde dann verkürzt werden durch diese Verformung beziehungsweise gedrückt werden. Okay, wir hätten da Druckkräfte dann in dem vorhandenen Element. So kann man es auch sehen. Und ein Seil kann keine Druckkräfte aufnehmen. Also was passieren würde, wäre, dass sich einfach so, dass er einfach durchrennt. Es wird einfach so stumpf. Okay, und kann die Kraft nicht übertragen. Okay, bei Kreuzverbände, wie der Name schon sagt, hat man da eher ein Kreuz. Man setzt erstelle zwei Elemente, also nicht nur zwischen den zwei Punkten, sondern in die andere Richtung setzen wir auch etwas. Und was würde dort passieren? Aus demselben Grund, dass Knoten 1 hier und 2 näher zueinander gekommen sind, sind Knoten 3 und 4 eigentlich weiter voneinander entfernt als ursprünglicherweise. Okay, am Anfang wäre Knoten 3 eher hier gewesen. Okay, und er hat sich weiter nach rechts bewegt und hat dadurch den Abstand zu Knoten 4 erhöht. Okay, so dass ein Element zwischen Knoten 3 und Knoten 4 eine Verlängerung erfahren würde. Okay? Also grundsätzlich würde dann dieses Element hier Zugkräfte aufnehmen. Und wenn wir ein Seil sogar an der Stelle einsetzen, dann kann er Zugkräfte aufnehmen. Das ist kein Problem. Also so funktionieren halt Kreuzverbände. Die Horizontallast kommt nicht immer von links nach rechts, aber egal, ob sie von links nach rechts gerichtet ist oder von rechts nach links, dann würde eine der zwei, dann würde eine der zwei Komponente hier an der Stelle im Spiel kommen, ja, und die Belastung aufnehmen als Zugkraft. Okay? Also wenn die Last jetzt plötzlich von rechts nach links gerichtet sein sollte, dann würde eher die Diagonale hier ins Spiel kommen und andere würde dann eher, also wäre dann nicht aktiviert. So. Gut. Erstmal dazu. Mehr als nötig an der Stelle. Gut. Jetzt, wie wird dann so etwas ausgestaltet? Wie wird dann ein Element ausgestaltet in 3D? Also, man braucht Scheiben. Und wenn ich hier von Scheibe rede, es ist nicht zwangsläufig eine Wand. Es ist nicht zwangsläufig ein Rahmen. So. Es ist nicht zwangsläufig eine eingespannte Stütze hier mit einem Dreigelenkbogen noch. Nee, es ist nicht zwangsläufig dieser Rahmen mit Kreuzverbände, was wir vorhin gesehen haben, es ist nicht zwangsläufig sowas. Also, man könnte auch eine einzige Diagonale haben, wenn dieses Element sowohl Zug- als auch Druckkräfte aufnehmen kann. So, ansonsten würde man Kreuzverbände brauchen. Das haben wir vorhin auch gesehen. Okay, das sind alles Elemente, die wir benutzen können. Jedes Mal, dass wir von Scheiben reden werden, dann meinen wir so etwas. Es kann eine Wand sein, es kann so ein Rahmen sein, es kann so eine Form, es kann eine dieser unterschiedlichen Formen hier sein. Okay? Wenn wir von Decken reden werden, was an sich
mehr oder weniger auch als Scheiben betrachtet werden. Wir werden von Decken auch reden und da werde ich ein paar andere Sachen auch hinzufügen in dieser Beschreibung. Aber erstmal so viel dazu, zu den Varianten, die wir haben, zu den Elementen, die wir da benutzen können, aus ausschleifenden Elementen. Hier die gekreuzten Diagonalen. Sie müssen sich nicht treffen, hier, diese Diagonalen. Ich werde es mal so zeichnen. Es wollte nicht wirklich, dass es rübergeht, es wollte, dass sie sich einfach überlappen. Sie müssen keinen Verbund hier haben zwischen zueinander. Sie sind unabhängig voneinander. Genau, also das sind dann Kreuzverbände. Also statisch gesehen können Sie nur Kräfte übertragen jeweils. Also für die Aussteifung braucht man aufpassen. Jetzt wird ernst. Man braucht drei Scheiben. Ich werde hier direkt erstmal von Wände reden, aber eigentlich meine Scheiben hier. Drei Wände. Für diese drei Wände gibt es Bedingungen, die erfüllt sein müssen, beziehungsweise es gibt ja, es gibt Positionen, Orientierungen oder Zusammenstellungen von diesen drei Wänden, die nicht zugelassen sind. Aber erstmal grob, wir brauchen drei Wände. Das ist der eine Punkt. Und ein Dach. Okay, drei Wände plus. Ich habe hier das Dach, beziehungsweise Decke. Also die Idee ist, man hat drei Wände und oberhalb hat man noch eine Decke, die drei Wände irgendwie zusammen verbindet. So, jetzt, was ist bei diesen drei Wänden nicht zugelassen? Sie dürfen nicht alle parallel sein. Also was heißt das? Also nochmal, ich sage hier Wände, aber wir können eine dieser anderen Formen hier haben. Ne? Das hier war wirklich, aber es kann auch ein Rahmen sein, der steht. Die Idee ist nur, dieses Element muss Kräfte in seine Ebene aufnehmen können. Es ist eine Scheibe eigentlich. Also eigentlich drei Scheibe. Plus Dach, nicht drei Wände, aber ich lasse es trotzdem so mit Wände. Also mit Wände als Wort. So, also stellt euch mal vor, hier ist eine Wand. Und da habe ich nächste. Und hier nochmal. Nächste. Sie sind alle drei parallel zueinander. Und wir haben da drauf eine Decke. Wissen wir sein Dach. Ne? Also hier sage ich auch Dach, es kann aber auch eine Decke sein. Und die Idee ist es, es gibt da etwas drauf, ne, über diese Wände, ne, die das Ganze dann verbindet, aber nicht nur verbinden, sondern das Ganze auch Lasten aufnehmen kann in seiner Ebene. Also diese Decke hier oben kann auch Lasten aufnehmen in ihrer Ebene. So, jetzt in dieser Situation hier stellt euch mal vor, es würde eine horizontale Last ergreifen. Oder ich zeichne mal eine Art Linienlast. Das könnte die resultierende Last aus Wind zum Beispiel auf dieser Decke sein. So, was würde dann passieren? Ich zeichne es sogar nur von der Seite. Hier hatten wir Wände und oben halt eine Decke.
Und dann kommt diese Belastung. Das Ganze war bisher nur gelenkig gelagert zu sehen. Und sie sind dann nicht wirklich eingespannt oder so, die Wände. Der Verbund zwischen Wand und Decke ist auch kein eingespannter Verbund oder so. Was würde dann da passieren? Die ganze Decke hier würde sich einfach mitbewegen. So. Von diesem Delta H. Unsere Stützen würden sich einfach verdrehen. Also, sorry, ich sage hier Stützen. Das sind unsere Wände. Das ist noch von der Seite gesehen. Von dieser Seite hier. Das sind unsere Wände, die sich einfach so schief stellen würden. Ja, also das Ganze kann einfach so umgehen. So. So und in die Tiefe rein. Also die Wand ist jetzt schief. Deswegen dürfen die drei Wände nicht alle parallel zueinander sein. Das würde nicht klappen. Das wäre nicht zugelassen. Was dürfen diese Wände auch nicht haben als Anordnung? Sie dürfen nicht alle durch denselben Punkt laufen. Also ihre, ich sag mal, ich wollte Wirkungslinie sagen, aber nee, also die Wandlinien halt, oder die Wandachsen, genau, ich würde da von Achse reden. Also die Wandachsen dürfen sich nicht alle im selben Punkt schneiden. Jetzt muss ich noch hier rüberkommen. Dürfen sich nicht alle im selben Punkt schneiden. Was heißt das? Wenn wir hier zum Beispiel einen Grundriss haben, einen rechteckigen Grundriss, also es ist eine Draufsicht jetzt, und wir hier zum Beispiel eine Wand haben, Wandscheibe, whatever. Vielleicht hier auch eine Wand, tragende. Und hier, aus welchem Grund, aus welchem Grund auch immer so. Ja, so ehrlich ist jetzt nicht diese schräge Darstellung. Ja, so eine zum Beispiel. Damit hier haben wir die Achse von Wand 1. Ich nenne es mal Wand 1, Wand 2, Wand 3. Hier ist die Achse von Wand 2. Hier ist die Achse von Wand 3. Und alle diese drei Achsen schneiden sich in dem Punkt. Also das heißt, das System hier besitzt gerade keinen Widerstand gegen Verdrehung eigentlich. Bei dieser Wende hier könnte man Lager einzeichnen. Warum? Das werde ich gleich noch erklären. Und wenn wir so ein System haben, wo die, also wir zeichnen da Loslage, und alle die Orientierung der Auflagereaktionen dieser Loslage, die Wirkungslinien der Auflagereaktion dieser Loslage
laufen alle durch denselben Punkt. Das heißt, dass wenn wir zum Beispiel aus Wien, sagen wir mal, Wien auf dieser Fläche hier des Gebäudes, also was ich da gezeichnet habe, es ist wahrscheinlich nicht klar genug, was ich da gezeichnet habe. Das ist ein Grundriss, was ich da gezeichnet habe. Okay. Und im 3D ist das, sagen wir mal, so, also dort gibt's schon eine Wand, dort auch und hier auch, warum auch immer, und das Ganze lassen wir mal in die Höhe bauen. Okay, also darüber reden wir hier die ganze Zeit. Und diese Wände gehen über die Röhre auch nach oben. Ich will die sind prinzipiell nicht sichtbar. Also von der Seite, wo wir da stehen, sind sie nicht sichtbar, das meine ich. Ich zeichne die vielleicht mal so. Und das ist eine aussteigende Scheibe dort. Ist es auch eine? Es kann gut sein, dass wir da mehrere geschossen haben. Ich will hier nicht zwangsläufig die Geschosse noch zeichnen. Könnte man noch tun. Also das wäre dann die Dicke halt. Das könnte man noch tun. Es ändert nichts vieles zu der Situation. Okay. Ich will die erstmal hier wegnehmen. Es ändert nicht vieles zur Situation. Ich will nur sagen, wir haben da Scheiben, und zwar drei, und sie schneiden sich alle im selben Punkt. Und das ist dann für uns nicht gut. Okay, falls es nicht klar war, was ich eben gezeichnet habe, hier, das war nur ein Grund. Also hier ist diese Wand 1, hier ist diese Wand 2. Ah, nee, Wand 3 habe ich das genannt, die Wand hier. Und das ist Wand 2. Okay. Also schneiden sich alle um den Punkt. Also die gesamte Achse, diesen Schnittpunkt hier, die gesamte Achse da, wenn wir es noch da darstellen sollten, wenn dieser Schnittpunkt SP, für uns hier wäre eine gesamte Achse sogar. Und diese gesamte Achse ist wie eine Rotationsachse halt von dem Gebäude. Weil wenn wir dann eine Windbelastung bekommen auf dieser Fläche hier, auf der gesamten Fläche hier bekommen wir zum Beispiel Wind. Das werde ich gleich löschen. Ich wollte nur zeigen, auf welcher Fläche wir da sehen. Ja, wenn wir da zum Beispiel Wind bekommen, das ist, was ich vor eben. Hier präsentiert habe, hier Belastung aus Wind, sagen wir mal, hier ist dann die resultierende dieser Belastung, RW, resultierende für Wind. Und hier greift dann die Last, das ist die Bewegungslinie dieser Last, hat einen gewissen Rebelarm zu unserem Schnittpunkt sogar. Aber dann können wir keine Kraft haben, die dann zum Gleichgewicht führt. Wir haben da keine Kraft, die einen Moment ausübt, um das Moment hier von RW mal diesen Hebelarm hier auszubilden. Das haben wir dann nicht. Warum? Weil also unsere Auflagereaktionen hier, die Reaktionskräfte hier, durch denselben Punkt laufen. Das muss man halt vermeiden. Okay, also das ist halt der Grund, warum wir das nicht haben. Also es heißt dann grundsätzlich, dass das Gebäude hier nicht ausreichend ausgestattet gegen Torsionsbeanspruchungen. Okay. Im ersten Obergeschoss
hier unten. Sagen wir mal, ich zeichne jetzt mal eine Decke. So, also hier im ersten Obergeschoss mit der Wand, mit der da und dieser hier. Könnte man eventuell noch sagen, dass es geht. Es ist eigentlich schon problematisch, aber man merkt es vielleicht im ersten Obergeschoss nicht so stark. Aber guck mal, je höher wir da gehen, desto kleiner ist dann die ausschleifende Wirkung der Bodenplatte selbst, sage ich mal so. Also die Tatsache, dass die Wände da selbst schon gelagert sind auf dem unteren Bereich. Ja, den unteren Bereich ja prinzipiell bewegt sich nicht. Es sei denn, wir sind schon im Erdbebenfall, aber prinzipiell bewegt sich den unteren Bereich erstmal nicht. Und die Gefahr hier ist, dass diese RW-Kraft, diese Windkraft hier so eine Drehwirkung hat auf dem gesamten System. Mit RW hier mal den Hügel an, den ich vor eben gezeichnet habe, haben wir so eine Drehwirkung auf dem gesamten System. Und diese Drehwirkung merkt man vielleicht nicht so stark im ersten Obergeschoss, aber je höher wir gehen, desto stärker lässt sich diese Wirkung auch erkennen. Weil am Ende des Tages wird das Ganze, also wird das Ganze über die Höhe sukzessiv gedreht. Also ich zeichne es vielleicht hier mal im Sinn von einem Zylinder über die Höhe, um ein bisschen da darzustellen, was dann passieren würde. Wenn wir hier unten zum Beispiel so einen Strich hätten, also hier im Erdgeschoss, hier im ersten OG, im ersten OG wäre dieser Strich, also wir haben so eine Drehung, im ersten OG hätten wir den Strich, also anstatt an dieser Position hier, vielleicht mal, habe ich denn hier, ja, also da hat man schon eine kleine Veränderung gehabt. Und je höher wir gehen, desto stärker würde man dann diese Torsion des gesamten Querschnittes erkennen. Und wenn wir hier auch schon mal von Torsionen so reden, dann kann man schon erwähnen, dass der Schubmittelpunkt des Kronrisses mit Lage von ausschleifenden Elementen schon ein wichtiger Punkt ist bei Aussteifungen und Stabilität hier von Gebäuden. Also, ihr habt mal von Schubmittelpunkt mal gehört in der technischen Mechanik. Es war so, der Punkt eines Querschnittes, durch den die resultierenden Lasten laufen sollten, um zu vermeiden, dass Torsion entsteht, allein infolge von Querbelastungen. So, hier oben wären wir vielleicht schon so weit, dass dieses richtig hier befindet. Also ihr könnt da ein bisschen sehen, wie das Ganze sich entwickelt, wie die Veränderung da immer stärker geworden ist. Hier war es bei 0, hier wurde es schon ein bisschen verdreht. Ihr seht da, was da eigentlich mit dem Querschnitt passiert. Also, genau so. Sieht da, was mit dem passiert. Also weht eigentlich so, also Torsion halt. So, torsiert sich. Also über die Röhre würde man das definitiv merken. Also das ist falsch, das ist nicht zu bauen. Sowas wollen wir nicht bauen. Sowas auch nicht. Abgesehen davon sollte die Anordnungen schon genügen. Wenn diese zwei Regeln respektiert werden, drei Wände
plus ein Dach ist, beziehungsweise plus eine Decke. An der Stelle reden manchen die Begriffe, benutze ich ungern, aber ja, also das sollte ich auch an der Stelle erwähnen. Man spricht da auch von Scheibenstabilisierung an der Stelle. Scheibenstabilisierung. Also da sollte man sicherstellen, dass man drei Wände hat, beziehungsweise drei ausgesteiften Seiten plus ein Dach, beziehungsweise eine Decke. Also eine Decke, genau die Schubstar ist und die Kräfte da, dass ich übertragen kann. So, genau, ich habe mal gesagt, bei der Decke will ich etwas noch sagen. In der Realität ist eine Decke prinzipiell so gemeint, dass Leute drauflaufen können. Personen können auf eine Decke laufen. Und diese Personen wiegen doch etwas. Beziehungsweise Personen oder Gegenstände können wir da draufsetzen. Das ist eine Decke jetzt. Und wenn wir da Personen drauf haben, beziehungsweise Gegenstände, das heißt, wir haben Belastungen, die dann senkrecht zu der Ebene dieser Decke vorhanden sind. Okay? Und wenn wir Belastungen senkrecht zu der Ebene eines plattenförmigen Elementen haben, dann spricht man tatsächlich von einer Platte. Also die Decke hat eine Dimension, die viel kleiner ist als die anderen, zum Beispiel die Dicke hier, ich nenne die mal H hier an der Stelle, kleiner als klein L und groß L hier. Aber die Belastung jetzt, wenn die Belastung senkrecht ist, ich nenne es wieder XY, wenn die Belastung senkrecht zur XY-Ebene ist, dann spricht man da eher von einer Platte. Und sollte die Belastung aber parallel zu dieser XY-Ebene sein, also die Belastung eher in die XY-Ebene ist, also bei Scheiben spricht man eher von so einer Belastung. Okay, also eine übliche Decke kann beide Rollen aufnehmen. Muss aber nicht. Okay, also jetzt gerade, wenn wir von Scheiben reden, da, obwohl wir eine Decke haben, haben wir im Kopf eher diese Wirkung hier, die Tatsache, dass die Belastung in die Ebene aufgenommen werden kann. Parallel, aber in die Ebene ist eigentlich besser. Parallel zur XY-Ebene. Ja, also zum Beispiel, wir haben hier eine Wand, da habe ich etwas Ähnliches schon gezeichnet. Ja, oder wo waren wir mal? Wenn wir hier eine Decke haben und hier eine Wand, hier auch schon, und dann da kommt Wind da drauf auf diese Wand, und dann wird ein Teil dieser Belastung, dieser Windbelastung eingeleitet in diese Decke hier. Als Linienlast. Also das resultierende Linienlast da drin. Okay? Also es ist eine Decke, ja, beziehungsweise ein Dach, aber es wäre dann hier keine Belastung senkrecht zur XY-Ebene der Decke, sondern parallel dazu. Also eine Scheibenwirkung halt. Obwohl es sich um ein Element handelt, wo Querbelastungen eigentlich aufgenommen werden können, beziehungsweise Querbelastungen sehr wahrscheinlich auftreten werden im Laufe des Lebens des Gebäudes. Gut, das wollte ich hier mal erwähnen, diese Differenz zwischen Scheiben und Platten an der Stelle. Also bei Platten sind dann Belastungen senkrecht zur Ebene des Elementes. Und bei Schatten und Belastungen parallel so des Elementes. Und wir reden hier von Elementen, wo eine Dimension, eine der drei Dimensionen, viel kleiner ist als die zwei anderen.
So. Also es ist schon ein Flächenfachwerk. So. Ein Flächenfachwerk, das aber nicht gekrümmt ist, ne? Okay. So. Gut, gut, gut. So, das wollte ich mal erwähnen an der Stelle. Wir machen mal weiter. Ich merke, wir haben da viel zu Aussteifungen. Auch hier bei dem Lager. Warum habe ich da Lager gezeichnet? So, kommen wir mal hier. Ich nehme mal den Teil. Ich mache daraus direkt. Ich kopiere es mal. Ich gucke einfach, was tatsächlich kopiert wurde. Egal, was da rauskommt, machen damit weiter. Okay, das hier kommt raus. So, wir machen damit weiter. Ich lösche mal ein paar Sachen. Okay. Hier sind unsere drei Wände aus dem Gebäude, aus dem oberen Gebäude. Ja. So. Und wir haben eine Decke drauf. Ich zeichne kurz mal die Decke und dann werde ich sie wegnehmen. Die Decke ist hier. Die Decke für den ersten OG und dann geht es weiter. Aber es hätte auch ein Gebäude sein können, nur mit dem Erdgeschoss und das wäre vielleicht ein Flachdach oder das, die Dachkonstruktion sogar direkt. Okay, es ändert nichts an dem Prinzip hier. So, also da haben wir eine Decke. Was passiert, wenn horizontale Belastungen vorhanden sind? Wie vorhin gezeichnet, hätten wir auf dieser Decke eine resultierende Linienlast zum Beispiel. Okay, also auf der Decke, die werde ich jetzt mal löschen. Ich zeichne die hier oberhalb. Okay, zum Beispiel aus diesem Wind. Wenn wir gezeichnet hatten, hätten wir hier eine Belastung dann aus Wind auf dieser Decke. Sehr gut. Und dann diese Decke hier liegt auf unserer Wände. Wir haben vorhin schon gesehen, dass diese Darstellung hier keine gute Darstellung wäre, weil die drei Wände hier alle denselben Schnittpunkt haben. Okay, also die zwei hier haben schon den Schnittpunkt und die dritte Wand, also waren zwei, und kommt auch dadurch. Es ist keine gute Darstellung. Wir werden da keine Widerstände gegen Verdrehung ausüben können. Deswegen werde ich hier eine andere Darstellung, eine andere Einordnung dieser Wände mal anwenden oder definieren. Jetzt zum Beispiel, es ist auch keine schöne Anordnung, sage ich schon mal gleich. Ich lasse das mal hier. Die andere Wand. So, ich glaube, diese Wandreihe hier werde ich vielleicht eigentlich auch bewegen. Ich kann es bewegen und hier in die Ecke setzen, aber es ist erstmal egal. Das ist keine optimale Darstellung. Ja, wenn man da mich von. Aber ja, ich lasse es. Es ist keine optimale Darstellung, aber es ist eine zugelassene. Okay, die drei Wände hier sind nicht alle parallel zueinander und sie schneiden sich nicht alle im selben Punkt. Also
Die Achsen dieser Wände schneiden sich nicht alle im selben Punkt. W2 und W3 zum Beispiel würden sich eher schneiden, diese Achse hier, W1 und W2, aber dort, also nicht an derselben Stelle. Das ist schon mal okay. Gut. Jetzt die Belastung hier, die auf die Decke wirkt, und Wind zur Folge hat, als Ursache hat, sorry, wird dann in die Wände eingeleitet. Aber, oder anders formuliert, die Auflagereaktionen hier von diesen Scheiben, damit die Scheibe hier diese Lasten aufnehmen kann, kommen halt aus den Wänden, die da vorhanden sind. Okay, also die Wand hat dann eine Position, die ich mir mal irgendwie so erstmal so darstellen kann. Die hier hat so eine Position und die andere Wand ist mal dort. Okay, und wie können diese Wände Lasten überhaupt aufnehmen? Das können wir hier mal zeichnen. Und das hat mit den Flächentreffersmomenten zu tun, die wir mal gesehen hatten in der technischen Mechanik. Wir haben das Folgendes gesehen. Wenn wir hier einen rechteckigen Querschnitt haben, dieser rechteckige Querschnitt für uns ist die obere Seite hier der Wand. Wenn wir einen rechteckigen Querschnitt haben, mit den Achsen, mit den Hauptachsen Y und Z, haben wir das Flächentreffersmoment EY mit, ich definiere mal die Seite hier als A1 und die hier als A2. Für EY ging Ruck 3, die Seite, die senkrecht zu der Y-Achse steht. Senkrecht zur Y-Achse haben wir hier die Seite A2. Diese A2-Seite geht Ruck 3. Die andere Seite, A1, geht Ruck 1, also Ruck 1, beziehungsweise, ihr könnt Ruck 1 schreiben, wenn ihr wollt, durch 12. Okay? Wenn wir IZ berechnen sollten, dann geht die Seite, die senkrecht zur Z-Achse, die senkrecht zur Z-Achse steht, Ruck 3. So. A1 Ruck 3 und die andere geht Ruck 1, also A2 Ruck 1 durch 12. Wenn wir das hier machen sollten, auf unserer Wand, definieren wir mal eine X- und Z-Achse. Das tue ich gleich. Ich nehme die Achse hier mal Z und die da Y. EY wäre die Länge hier der Wand, weil es steht senkrecht zur Y-Achse, L hoch 3. Mal die Dicke der Wand, T, durch 12. Und IZ, ist jetzt mal egal hier, was genau ist IZ, was genau ist EY. Wichtig ist nur, also was heißt IZ, was ist EY? Wichtig ist nur, welche Achse habe ich das Y genannt, welche habe ich das Z genannt. Die könnte man vertauschen, aber gleich werden wir sehen, welche Bedeutung es für uns hat. Was das Verhalten der Wand selbst angeht. Für IZ müssen wir gucken, welche Seite steht senkrecht zur Z-Achse und das ist D. Also D da geht hoch 3 mal die Länge dann mal L durch 12. Und was war noch das Flächentreffersmoment? Das Flächentreffersmoment hatte beschrieben, wie leicht es wäre, einen Querschnitt rund um eine bestimmte Achse zu biegen. Also stellt euch mal vor, unsere Wand hat eine Dicke von 30 cm.
Und die Länge hier der Wand wäre, ja, sagen wir mal 3 Meter. Also 300 hier. Okay, das ist nur ein Beispiel. Die Höhe der Wand spielt hier an der Stelle keine Rolle, wie ihr bemerkt habt. In dem ersten Fall, also wie leicht bzw. wie schwer ist es, dieser Querschnitt, um diese Y-Achse durchzubiegen, also wie schwer ist es für diesen Querschnitt, so, ja, wie soll ich das mal machen? Wie schwer ist es, die Wand zum Beispiel unter so einer Belastung so zu verformen, dass es sich so verformt. Ja, und unten so eine Belastung. Also, dass sowas passiert. Ja. Dass es sich in dieser, es bewegt sich gerade in dieser Z-Richtung, was ich da gezeichnet habe. Also, wie ich weiß, dass sowas überhaupt passiert. Da hätte man für dieses Beispiel hier 300 hoch 3 mal 30 durch 12. Das können wir mal 3 hier hoch 3, das sind 27 mal 3, 60, 52, 81. Die 100 hier hoch 3, da sind wir schon bei 10 hoch 6. Jetzt sind noch 7. Wow. 10 hoch 7 durch 12. Okay. Also wir haben hier ungefähr, ja, ich rate mal, 7,9 oder so mal 10 hoch 7. Es ist geraten, ne? Das ist geraten. Es ist aber egal. 10 hoch 7 merkt ihr da. Okay? Für dieses Y. Für IZ, also merkt ihr nicht Y hier, das ist nicht wichtig für uns. Merkt ihr eher oder guckt, bemerkt, dass es sich um die Achse hier senkrecht so die Wandrichtung handelt. Okay? Und für die Achse aber in die Wandrichtung, also IZ, hatten wir 30 eher 3 mal 300 durch 12. Hier haben wir wieder diese 81 durch 12, bla bla, mal die 10 hoch 3 habe und dort 2 noch 10 hoch 5. Also hier diese 7, bla bla, wieder geraten hier bei 10 hoch 7. Aber grundsätzlich, IZ hier ist so hoch 5, was ich da schreiben müssen, nicht hoch 7. Hoch 5. IZ hier ist 100 mal kleiner als IY. Sehen wir da gerade. 10 hoch 2, hoch 3, genau, hoch 6, ja, hoch 7, ja. Ja, genau. Hoch 2 hier oder 100 mal kleiner. Also der Widerstand gegen eine Durchbiegung um die Y-Achse hier ist sehr groß. Okay, und was will oder was kann überhaupt eine Durchbiegung um die Y-Achse hier verursachen? Bei der Wand, die Wand hier ist sehr lang, vielleicht sieht man es nicht so leicht. Ich zeichne wieder einen Balken. Und dann könnt ihr das vielleicht leichter sehen. So. Y. Z. Okay. Also um eine Durchbiegung, um die Y-Achse zu verursachen, würde man so eine Belastung brauchen. Okay. Man kann sich der Balken okay.
So. Dann kann es sich so verformen. So. Okay. Das wäre eine Durchbiegung um die Y-Achse. Also die Bewegung erfolgt in Z-Richtung. Es hat eine Krümmung um die Y-Achse. Ist das der hier probiert sich um die Y-Achse zu rollen oder zu krümmen. Ne? Sich um die Y-Achse zu wickeln. Okay. Also, und das ist gerade der Zustand, bei dem wir den höchsten Widerstand gefunden haben, wenn die Belastung so ankommt. Das ist die Richtung, in die die Reaktionskraft der Wand überhaupt ausgeübt wird. Senkrecht dazu, in die andere Richtung, also wenn wir eine Belastung eher so einsetzen sollten, so eine. Um die Wand eher der folgende Art zu verformen. Da hat man bemerkt, dass der Widerstand 100-mal kleiner ist. Also in unserem Beispiel zumindest. Was nicht so entfernt ist von der Realität, ist die Dicke von 30 cm könnte man vielleicht sogar reduzieren und da würde man schnell merken, dass der Unterschied noch krasser ist, noch größer ist. So, und also eine Belastung diesmal also nicht mehr in die Wandrichtung, sondern senkrecht dazu. In dem Fall wäre es diese blaue Belastung hier. Sie würde probieren, Balken in Y-Richtung zu verformen, um die Z-Achse in Y-Richtung, beziehungsweise diese Verformung ist hier eine Verdrehung, Verkrümmung, um die Z-Achse an der Stelle. Das sieht man hier nicht so schön. Okay. Die Bewegung hier tritt auf in Z-Richtung. Ist in Z-Richtung. Kann man WZ schreiben, aber es ist eine Krümmung um die Y-Achse. Ja, Bewegungen treten auf in Y-Richtung. Es ist aber eine Krümmung um die Z-Achse. Okay. Gut, also der Widerstand hier senkrecht zur Wand ist sehr klein, deswegen halt werden die Lasten eher nur, also grundsätzlich nur in Wandrichtung eingesetzt. So, in unserem Fall hier kann diese Wand eine Kraft ausüben, beziehungsweise wie dann diese Wand eine Kraft entgegen so ausüben. Die zwei anderen Wände können halt nur Kräfte in ihre entsprechende Achsen ausüben. Also das hier wäre Wand 3, Wand 2. Wand 1. Okay. Summe aller Kräfte in dieser Richtung hier würden wir herausfinden, dass W3 gleich unsere resultierende Kraft aus dem Wind. Also, ja, ich nenne sie einfach QW mal die gesamte Länge. QW mal L. Aus Summe aller Kräfte. Also mal Momente zum Beispiel um diesen Schnittpunkt hier, SB1 zwischen 1 und 3. Ich kann es SB1, 3 nennen. Also das Momentengleichgewicht um den Schnittpunkt
SB13 würde man herausfinden, dass W2 hier gleich, ja, jetzt hängt es davon ab, was der, also hier ist die resultierende aus dem Wind, also QW mal die Gesamtlänge L, nenne ich es mal so. Und hier den Hebelarm H zum Schnittpunkt 1,3. Da hätten wir auch W2. Okay, W2 sollte auch einen gewissen Hebelarm haben. Ich nenne es vielleicht H2. So. Okay, also W2 wäre dann H durch H2 von unserem QW mal L. Okay, und aus summaler Kräfte in die horizontale Richtung, also in diese Richtung, die Richtung von W1 und W2, hätten wir W1 gleich W2 mit genau denselben Wert. Also H durch H2 mal QW mal L. Okay, also das ist die Last, die dann auf die Decke wiegt. Und was wir da gezeichnet haben, sind dann die Lasten, die grundsätzlich von den Wänden auf, also von den Wänden auf diese Decke ausgeübt werden. Action et Reaction bedeutet, dass diese Kraft W1, die wir hier herausgefunden haben, übrigens, wenn die Belastung ja tatsächlich so ist, man würde W2 hier ziehen müssen. W2 hier hätte einen negativen Wert und damit W1 auch. Okay, also so. Aktionreaktion würde bedeuten, dass W1 hier auf die Wand, W1 hier in die Richtung hier wiegt. Ich habe die Belastung einfach andersrum gezeichnet. Ne? Aber in der Realität ist W1 hier negativ, das heißt, die Last würde eigentlich andersrum wiegen. Aber ich führe hier noch Aktionreaktion mit den Orientierungen, die ich oben da schon gezeichnet hatte. Also W3 hier wäre dann eher in die Richtung. W3 in dem Fall passt auch. W3 hat ein positives Vorzeichen. Also ihr merkt, hier ist die Windbelastung dann mit der Orientierung hier. Und welche Wirkung bekommen wir dann auf die Wände letztendlich? Also hier auf W3 sieht man ganz klar dieselbe Wirkung in die Richtung. Okay? Und diese Wand hier würde man dann für diese Belastung auch bemessen. Das ist eine Belastung dann quer zur Wand, beziehungsweise quer zur Wandröhre. Es ist eine Belastung, eine Art Scherbelastung da an der Stelle schon. Die Wand selbst überträgt auch hauptsächlich Druckkräfte, das heißt von oberen Geschossen so hat man da sowieso Druckkräfte, so dass man letztendlich wirklich für diese Wand Normalkräfte hat, eine gute Menge an Querkräften hat und eventuell Biegemomente, auch je nachdem, welche Extremitäten da vorhanden sind. Okay? Und damit kann die Wand bemessen werden. Beziehungsweise man kann die unterschiedlichen Geschossen auswerten und schauen, was ist dann die maßgebende Stelle, welche Wand ist am höchsten beansprucht und dort die entsprechende Nachweise durchführen. Gut, schon so viel dazu. Jetzt können wir uns noch etwas anschauen, und zwar diese Aussteifungsmöglichkeiten können wir hier mal anwenden. Für diese Scheibenstabilisierung dann hätten wir drei Wände. Also entweder bauen wir da tatsächlich Wände oder wir können die einfach aussteifen. Wie schon gesagt, ich sage Wand, aber eigentlich das Ding hier da ist Scheibe. Also das können wir mal aussteifen. Oder ich kann es auch nur mit einer Diagonale machen. Mit der Idee hier, dass diese Diagonale sowohl Zug als auch Druckkräfte aufnehmen kann. Ne? Ich mache es hier erstmal so. Oder ich schaffe hier erstmal. Nee, keine gute Idee da.
für die Sichtbarkeit ist es nicht so schön. So, ich mache es mal. Du kannst es ja gut. Eine Seite. So, da haben wir eine zweite. Das war eine zweite Wand. Das machen wir noch. Eine dritte. Ich mache mal die da. Da haben wir drei schon, drei Wände, drei Seiten, drei Scheiben da an der Stelle. Und dazu braucht man eine Decke. Hier oben braucht man eine Decke. Dafür kann ich da auch zwei Diagonalen so machen. Aber sie überlappen sich ein bisschen. Für die Decke werde ich vielleicht doch schaffieren. Okay, also plus eine Decke. Decke bzw. Dach. Okay, also drei Seiten plus Dach. Da hat man es so in 3D gezeichnet. Manchmal ist es nicht so leicht oder man hat nicht so viel die Zeit, das Ganze so in 3D zu zeichnen. Man kann aber aus einer Draufsicht, das sollte eine Draufsicht sein, auf einer Draufsicht kann man einfach markieren. Okay, hier ist die rote Seite schon ausgesteift. Okay, hier ist die grüne, schon ausgesteift. Okay, da ist die gelbe, schon ausgesteift. Da sieht man schon, okay, drei Seiten sind schon ausgesteift. Also, solange wir eine Decke haben, die auch eine Scheibenwirkung haben kann, ist das Ganze alles gut. Also, ich sage hier einfach plus Decke, plus ausgesteifte Decke. Das ist die Decke. Ich starte erstmal. Plus Decke. Eine schubbare Decke da. Da hat man drei Wände gehabt. Drei Wände plus Decke. Dann Decke. Das ist alles. Das ist diese Scheibenstabilisierung. Okay. Sollte man kein Dach haben oder keine Decke, beziehungsweise keine Decke mit dieser Scheibenwirkung haben. Man könnte da auch von schuppenweiche Decke reden an der Stelle. Sollte diese erste Bedingung oder diese erste Situation hier nicht vorhanden sein, dann hat man die Möglichkeit, vier Wände dann einzubauen. Da spricht man hier von Reihenstabilisierung. Ich werde gleich noch erklären, warum wir das vielleicht eben Reihenstabilisierung nennen. Das werde ich mal erklären. Ja, also vier Wände halt. Also dieselben Regeln sind zu folgen. Ne? Sie sind nicht alle parallel, sie schneiden sich nicht alle im selben Punkt. Ne? Also vier Wände, vier Wände dann, ohne Dach. Ohne Dach. Beziehungsweise Decke. Also es bedeutet nicht wirklich, dass wir gar keine Decke haben, sondern diese Decke, die man da hat, muss gar nicht stuckstar sein. Muss gar nicht diese Funktion aufnehmen, die Lasten in ihrer Ebene aufnehmen. Muss das nicht. So, jetzt will ich mal vorschlagen, dass wir da ein bisschen üben. Es gibt da typische Beispiele, die immer wieder kommen. Kann man sogar mal googeln. Werden wir vielleicht gleich noch machen. So. Also, was würde man da googeln? Aussteigung auf dann kriegt man die. Da haben wir dann etwas. Und da werden die Reihen mal genannt, vielleicht hier A, B. Und hier hat man 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
Und dann, wenn es mehrere Geschosse gibt, wir können auch mehrere Geschosse mal machen. Klar. Wir sehen, was wir machen. Ist auch schon so. So. Sehr gut. Überall ist es, denke ich, verbunden, soweit. Okay. Die Annahme ist eine Annahme. Erstmal auf der Sicht von Seite. Das alles muss stabilisiert werden. Okay. Nehmen wir mal den Fall. Haben wir gesagt, bei Scheibenstabilisierung. Die Idee hier ist, dass die Decken tatsächlich ausgesteift werden. Wir haben aussteifende Decken, also drei Wände plus eine Decke, die ausgesteift, die diese Schubwirkung, diese Übertragung von Kräften in ihre Ebene machen können. Decke ausgesteift. Also, was würde es bedeuten? Mal ich gebe hier mal Reihe A, so würde man das machen. Reihe A. Also wir schauen mal von hier nach, also wir stehen zum Beispiel hier, wir stehen mal hier und wir gucken in die Richtung der, die Reihe A sehen wir grundsätzlich sowas. Dann machen wir interessanter. Mal. Also nicht so wirklich interessanter. Es ist nicht vieles, aber nur damit die erste, der erste OG hier nicht, damit die Decke hier zumindest nicht genau dieselbe Ausstattung hat wie die oberste. Bei Radio A, was halten wir dann, wenn wir da gucken? Also wir gucken grundsätzlich bei uns gerade. Das hier sehen wir. Okay, wie sieht es aus? Ich nehme das mal. So sieht es aus. Das ist Teil A. Teil B ist identisch. Die Teil B immer noch hier sind und da lang gucken. Sehen. Also Teil B ist Copy-Paste. Reihe 1, wie sieht die Reihe 1 aus? Für die Reihe 1, 2, 3 und 4 werde ich mal hier stehen und ich gucke in die Richtung. Man könnte es auch anders machen. Man muss einfach entscheiden, wo steht man überhaupt, damit wir das Ganze nicht durcheinander machen. Ne? So, also für Reihe 1 reden wir von dieser Ebene hier. Andere würden den Begriff Achse
benutzt man den. Es ist erstmal egal, was für ein Begriff man genau an der Stelle benutzt. Das Frage 1, Frage 2 wäre das hier. Okay. Es ist genau dasselbe. Oh nee. Drei wäre genau das. Habe ich hier auch. Ah nee, nee, habe ich hier ist anders. Das werde ich gleich korrigieren. Hier ist anders. Ich habe da was geändert bei Reihe 4. Wenn ihr dran noch denkt. Bei Reihe 4. Wenn wir da, wir sind hier, wir gucken dort. Bei der Reihe 4 hatten wir keinen zweiten Okay. Wissen wir kein Essen Okay, sondern nur geschossen dann. Dann direkt dick. Das so aussehen. Gut. Ich kopiere erstmal das Ganze hier. Das werden wir gleich brauchen für die Reihenstabilisierung. Die Reihenstabilisierung machen wir. Reihenstabilisierung, was heißt das? Vier Wände. Und die Decke ist nicht ausgestreift. Und keine Decke. Beziehungsweise schubweiche Decke. Wir machen erstmal das obere, dann kommen wir hier unten. So, also nochmal. Wir brauchen drei Wände plus eine Decke. Okay? Drei Wände plus eine Decke. In die Draufsicht. Ah, ich bin eigentlich noch nicht fertig. Ich brauche noch eine Draufsicht. Ja, weil es ist bei der Draufsicht, dass wir Decken sehen. Die Draufsicht ist eigentlich da, wo man es am besten sieht, was da überhaupt passiert. Also, ich werde eine Draufsicht hinzufügen. Für die Draufsicht stehe ich wie, ich werde sagen, ich stehe wie diese Person hier, der hier. Ich komme einfach rüber und ich gucke so auf die Situation. Okay, also wir reiten auf der obersten Ebene dann das hier. Genau, auf der obersten Ebene hätten wir sowas. Und die oberste Ebene ist also die hier. So, und für die mittlere wird das hier. Beziehungsweise für die Decken des ersten OG, beziehungsweise das Dach, hätte ich ja das obere da. Und für die Decke des Erdgeschosses hätte ich, was ich jetzt noch zeichnen werde. So. Okay, das sehe ich nicht auch noch.
Gut, also das hier ist dann Römisch 1 und Römisch 2, so will ich es nennen. Also ich will jetzt sagen, das hier ist Römisch 1 und das da ist Römisch 2. Und jetzt die Decken. So, okay, dann haben wir es mal gemacht. Römisch 1, Römisch 2. So, wir fangen mal an. Wir fangen mal im hier mit dem Erdgeschoss, also mit der Decke des Erdgeschosses. Wir müssen sicherstellen, dass die Decke des Erdgeschosses die Lasten übertragen kann. Wie, dann schaut ihr mal, was ich hier gezeichnet habe. Das hier ist zum Beispiel eine Stahlbetondecke. Ja. Also das Ganze hier ist eine Scheibe dann, also Platte auch, aber Scheibe erstmal an der Stelle, die dann Lasten in ihre Ebene aufnehmen kann. Hier haben wir ein Fachwerksystem gezeichnet. Also wir müssen das erstmal ausstreifen. Wir müssen dieses System hier so ausstreifen, dass es Kräfte in ihre Ebene, in seine Ebene aufnehmen kann. Wie machen wir das? Wie steigt man überhaupt so ein System aus? Das haben wir heute gesehen. In der jetzigen Situation kann sich diese Scheibe, ich zeige euch mal, was hier mit dieser Scheibe passieren kann. Diese Scheibe kann sich gerade vertikal bewegen, so. Sie kann sich horizontal bewegen. Sie kann sich auch verdrehen. Das kann ich gerade so nicht machen. Rotieren geht auch nicht direkt. Sie kann sich aber verdrehen. Okay, aber das ist nicht unser Problem. Solange es sich als ein Körper bewegt, dann zählt es als eine Scheibe. Es ist aber noch nicht der Fall. Warum? Es kann noch das Folgende passieren bei der jetzigen Situation. Die Elemente hier, wenn wir hier unten den unteren Teil zum Beispiel fixieren, also ohne dass sich der untere Teil bewegt, kann noch das hier passieren. So was kann noch passieren. Okay, also es ist noch keine Scheibe. Es ist behält noch nicht so seine Form an der Stelle. Wenn wir haben da noch einen Freiheitsgrad. Wie vermeiden wir das denn? Indem wir einfach einen Diagonalstab hinzufügen. Okay. Und wir müssen nicht direkt zwei Diagonalstäbe einsetzen. Wir brauchen nur einen. Aber falls man es nicht weiß, dass man nur dass man an der Stelle nur einen Diagonalstab braucht, man kann den einen mal hinzufügen. Erstmal so. Was passiert, wenn wir den einen hinzufügen? Dann hat man hier aus den ersten Aufbauregeln die Fachwerke von einem Stab, von dem einen Stab, zwei weitere Stäbe hinzugefügt zu einem gemeinsamen Knoten. Damit ist das hier starr. Das ist eine Scheibe an sich. Von den diagonalen roten Stab hier zwei weitere Stäbe hinzugefügt zu einem gemeinsamen Knoten. Damit ist das starr. Okay. Und was ist mit dem hier? Ihr merkt, an der Stelle hier kann noch das Folgende passieren. Die erste Scheibe, wenn wir den unteren hier zum Beispiel festlegen, würde sich den schraffierten Bereich nicht mehr bewegen. Den rechten Bereich hier kann aber noch so etwas machen. Der kann hier noch so spielen. Okay, also wir sind noch nicht fertig an der Stelle und brauchen einen weiteren Diagonalstab. Es ist wichtig hier zu erkennen, dass bei der Scheibe hier haben wir noch wir haben keine Unterstützung hier von diesen Knoten, von den Knoten hier. Wir haben keine Unterstützung davon. Deswegen ist soeben, so ohne diesen Diagonalstab, deswegen ist diese Bewegung hier möglich gewesen. Okay, ich werde gleich noch eine Situation zeigen, die ähnlich aussieht, aber wo diese Bewegung hier nicht möglich ist.
Ihr werdet auch den Unterschied, hoffe ich, besser verstehen können. So, also hier haben wir dann gesehen, was hier drin steht. Ist. Es gibt auch die Möglichkeit, es besteht die Möglichkeit, hier zu zählen, genau wie viele Stäbe man braucht. Das werde ich an der Stelle machen. Das gehört zu zeitaufwendig. Also beziehungsweise unnötig, weil am Ende des Tages muss man immer noch diese Stäbe selbst einsetzen. Von daher ist es vielleicht besser, dass man direkt merkt, wie man das Ganze aussteift. Einfach mal zu zählen, wie viele Stäbe noch eventuell noch erforderlich sind. Weil man könnte auch die richtige Anzahl an Stäbe haben, aber falsch gelegt haben. Das bringt auch nichts, was Aussteifung angeht. Also das ist dann die erste Ebene, die wir ausgesteift haben. Wir steifen dann auch die zweite. Also das wäre, ja, genau, das wäre wie das 1. Das ist eigentlich zwei, Römisch 2 und das hier ist Römisch 1. So, wir führen dieselbe Aussteifung hier. Hier brauchen wir etwas. Und kann sich das Ganze hier noch bewegen? Wir haben da noch zwei Freiheitsgrade vorhanden. Das hier kann sich so bewegen, zum Beispiel. Und selbst wenn wir den da haben, könnte sich der andere noch frei bewegen. Er könnte da gerade bleiben, wie es momentan der Fall ist, oder sich noch stärker verdrehen. Also wir haben da noch zwei Freiheitsgrade vorhanden. Okay. Ich mache es mal Stück für Stück vielleicht. Ihr habt hier schon gesehen, dass diesen mittleren Feld auszusteifen ist. Wir steifen das mal aus. So. Okay, und dann merkt ihr, dass das letzte Feld sich trotzdem noch frei verdrehen kann. Okay, und wie vermeiden wir, dass sowas passiert? Indem wir einen Stab hinzufügen. Okay. So. Und ja, vielleicht noch eine andere Erklärung noch zu diesen Aussteifungen. Eine andere Sichtweise. Ich habe es mehr oder weniger schon gesagt, aber der Fokus war eher auf Zug bzw. Zugkräfte. Jetzt benutze ich das, dieselbe Erklärung eigentlich, um zu zeigen, warum dieses Diagonalstab eigentlich das Ganze aussteigt. Wenn wir eine Bewegung haben, wie die ich jetzt zeichne, hat sich dieser Knoten hier, ich nenne es einfach K, hat jetzt eine neue Position. Sagen wir mal, das ist K0 bei D gleich 0 und das ist K gleich 1 bei D gleich 1. Und wir haben jetzt eine größere Entfernung zwischen den Knoten K dort und den Knoten N hier. Okay? Indem wir einen Stab zwischen diesen beiden setzen, einen Stab hat dann prinzipiell eine feste Länge. Natürlich kann der Stab länger werden und so, aber in unserer Darstellung hier zur Stabilität ist der Stab erstmal zu betrachten wie, unendlich steif, also wie undehnbar. Also wenn wir da einen Stab dann setzen sollten zwischen diesen zwei Knoten, was würde dann passieren? Wenn wir so eine Verschiebung verursachen wollen, wie diejenige, die ich hier im Roten zeichne, dann würde den Stab vermeiden, dass sich Knoten K und Knoten N auseinander entfernen. Okay? Da er seine feste Länge behalten will. Okay, das ist, was da passiert, was Aussteifen angeht. So hilft diese Diagonale. In der Realität kann der Stab natürlich länger werden, aber hat auch eine bestimmte Dehnsteifigkeit und von daher begrenzt schon die Verformungen, die da auftreten können. Bei der Kinematik
Wenn wir hier sagen, das Ganze ist instabil, es bedeutet grundsätzlich, dass das System unfähig ist, eine bestimmte Belastung aufzunehmen. Okay, es geht nicht darum, dass das System sich gar nicht reformen würde, sondern kann das System die Lasten überhaupt aufnehmen. Ohne diesen diagonalen Stab hier hätten wir da ein kinematisches System. Ein System, das gerade so eine Belastung, hier, ich nenne es mal vor, nicht mal aufnehmen könnte. Gut. Ja. Gut. Die Decken haben wir dann ausgesteift. Wir haben die Decken ausgesteift. Dieser Schritt hier muss man beim nicht muss man, sondern dieser Schritt wird bei der Hallenstabilisierung nicht durchgeführt. Also nicht, weil man es nicht durchführen will, sondern die Idee bei der Hallenstabilisierung ist, dass die Decke unfähig ist, die Lasten in ihre Ebene aufzutragen. Also es ist nicht, dass wir es nicht ausschleifen wollen oder die Decke kann das einfach nicht. Das ist die Idee bei der Hallenstabilisierung. Also bei der Hallenstabilisierung hätten wir bei den Decken hier nichts, was Ausschleifen angeht. So, das ist erstmal ein erster Unterschied. So, machen wir bei den Scheibenstabilisierung hier erstmal weiter. Die Decken sind jetzt ausgesteift, das heißt, hier für den ersten Obergeschoss, für den Erdgeschoss, sorry, also hier unten, müssen wir uns keine Sorge mehr machen um die Decke. Wir haben da eine Decke, die ausgesteift ist. Wir brauchen nur drei Seiten, die ausgesteift sind. So. Dann gucken wir mal hier. Wir brauchen nur drei Seiten. Also hier für die erste Ebene brauchen wir zum Beispiel, also schaut mal, wir müssen nur sicherstellen, dass die eine Seite hier zum Beispiel ausgesteift ist, dann die hier ausgesteift ist und die hier und das war's. Okay. Als Ersatz können wir das hier aussteifen. Ups. Und das hier. Ja, und was muss man da alles berücksichtigen? Die drei Seiten müssen nicht alle parallel zueinander sein. Also das hier würde nicht gehen. Das geht nicht. Also so macht man das am einfachsten. Also ich würde nicht in den 3D-Bild hier kommen und anfangen, die ausgesteiften Seiten mit Kreuzen zu machen. Habe ich mal gemacht. Und sehr schnell irgendwann kann man sich da vertun. Okay, am einfachsten benutzt man hier die Draufsicht. Okay. Genau, also was hatten wir da vor eben? 1, 2, 3 und 4. Hier sind die Hallen. 1, 2, 3 und 4. Okay, also man könnte sagen, wir stabilisieren mal 1. Wir stabilisieren mal, okay, es ist hier nicht 3. Wir stabilisieren mal 4 zum Beispiel. Dann brauchen wir nur noch eine Scheibe noch bis wir an der Wand, zum Beispiel hier oder hier ist egal. Okay, so macht man das halt. So leicht ist es. Also bei 1 würde ich dann stabilisieren. Wo ist die Reihe 1? Die Reihe 1 muss ich stabilisieren. Okay, wir sind gerade noch im Erdgeschoss. Also ich kann die hier mal stabilisieren mit dem Stab. So. Da sind wir erstmal unten. Wir sind erstmal hier im Erdgeschoss. Okay. Ich weiß, dass der obere Bereich hier für sich allein noch nicht stabil ist. Der hier kann sich be bewegen. Ja, für sich allein kann er sich bewegen. Aber ich muss es nicht zwangsläufig aussteifen. Nicht an der Stelle. Nicht zwangsläufig. Ich könnte es, ich muss es aber nicht. Okay. Warum muss ich das nicht tun? Ich erkläre mal. Wenn ich so eine Situation habe, auf einer Ebene,
Das ist noch nicht ausgesteigt, das wissen wir. Jetzt haben wir es ausgesteigt. Und dadurch, dass es ausgesteigt ist, ist für mich dieser Punkt jetzt, jetzt wie ein Festlager. Und ich kann davon, also aus dem Punkt ausgegangen, ein Dreigelenkpunkt aufbauen. In dem Fall hier, in dieser Situation hier, muss ich nichts weiteres tun. Dieses Element hier kann sich nicht folgendermaßen verformen. Das hier kann nicht auftreten. Warum? Um diese Verdrehung hier zu haben, das würde bedeuten, dass der Knoten, ich nenne es mal Knoten 2, es würde bedeuten, dass Knoten 2 sich nach rechts bewegt hat. Und wenn Knoten 2 sich nach rechts bewegt, das würde bedeuten, dass unser Stab hier, ich nenne es mal S1, dass S1 hier länger geworden ist. Die Definition, aber beziehungsweise die Annahme, die wir hier erstmal haben bei der Berücksichtigung von Stabilität, beziehungsweise von der Kinematik des Systems, ist, dass die Elemente erstmal ihre Länge behalten. Also sie sind so gut wie unendlich, sie haben so etwas wie eine unendlich große Dehnsteifigkeit. Okay, also S1 kann nicht länger werden. Okay, von daher kann sich Knoten 2 hier nicht nach rechts bewegen. Wenn Knoten 2 sich nicht nach rechts bewegt, kann sich Knoten, ich nenne hier mal Knoten 3, Knoten 3 kann diese Bewegung auch nicht durchführen. Okay, also das kann alles nicht passieren. Das Ganze würde dann so bleiben. Knoten 2 geht nirgendwo hin und damit geht Knoten 3 auch nirgendwo hin. Weil wenn Knoten 2 hier bleibt und Knoten 3 sich bewegt, was würde es bedeuten? Es würde bedeuten, dass dieser Stab hier, ich nenne es mal Stab 2, es würde bedeuten, dass Stab 2 länger geworden ist. Was haben wir aber vor eben gesagt? Die Elemente hier werden nicht länger. In dieser Betrachtung der Kinematik sind Elemente als starr zu betrachten. Sie können sich nur bewegen und verdrehen, aber sie erfahren keine Längeänderung hier. Okay, gut. Deswegen ist in dieser Situation hier das Ganze hier schon starr, also schon ausgesteift. Im Gegensatz zu der Decke, die wir vorhin gezeichnet haben. Und das ist genau, was ich meinte. Ich habe gesagt, ich würde eine Situation noch zeigen, wo wir mit einem Stab schon fertig wären. Das ist die obere Situation. Hier unten sind wir aber noch nicht fertig, weil die Decke kann sich hier eigentlich noch bewegen, zumindest dieses Element hier. Warum kann das hier nicht passieren? Weil wir hier eine Lagerung haben auf dem Boden. Dieser Punkt hier kann sich nicht nach unten oder nach oben bewegen. Hätten wir hier gar nichts, was natürlich hier nicht der Fall ist, aber ja, wäre das hier in der Luft, dann wäre es nicht ausreichend ausgesteift. Es könnte sich hier noch bewegen. Okay, und man würde an der Stelle eine Aussteifung brauchen. In diesem Beispiel, zumindest in dieser Situation, die ich gezeichnet habe, haben wir hier aber eine Lagerung. Und von daher braucht man nichts weiteres an der Stelle. Okay. Gut, also in diesem unteren Fall würde man eine Aussteifung brauchen. So. Die Decke hier nochmal, ich zeichne es so, dass es eine Draufsicht. Also in der Realität liegt es da in einer waagrechten Ebene. Es liegt das hier.
Es liegt in der Realität in der waagrechten Ebene. Wir haben es einmal so ausgesteift. Und wenn wir es so lassen würden, dann könnte es sich noch bewegen. Zum Beispiel so. Okay. Oder das könnte drüben gehen. So. Das könnte noch passieren. Okay. Und um das zu vermeiden, braucht man. Okay. Sehr gut. Also, wir folgen dann diesen Plan einfach. Wir stabilisieren mal die erste Reihe, haben wir hier gemacht. Im ersten OG erstmal. Im zweiten OG, im L-Geschoss. Im ersten OG muss ich es nicht zwangsläufig aussteifen. Warum? Also, das ist die Reihe 1, sagte ich. Wo ist diese Reihe 1? Hier ist die Reihe 1. Warum muss ich nicht zwangsläufig das hier aussteifen? Weil für diesen ersten Obergeschoss würde es reichen, dass wir da drei Seiten aussteifen. Also die Frage ist gerade, ob ich das hier aussteifen muss. Unten haben wir es schon ausgesteift. Die Frage ist, ob wir diesen oberen Bereich auch aussteifen müssen. Und ich sage, nee, nicht zwangsläufig. Können wir, müssen wir aber nicht. Also wir haben gerade das hier aufgesteigt. Ja, für das untere. Das untere machen wir gleich weiter. Aber jetzt oben könnten wir sagen, dass wir die Seite hier aussteifen. Das ist eine Wand. Dass wir die hintere Seite dort aussteifen. Das wäre die zweite Wand. Und zum Beispiel das da aussteifen. Das wäre die dritte Wand. Und wir haben das Dach schon ausgesteigt. Wir haben schon ein Dach da oben. Gut, das war's. Dann würden wir hier auf Reihe 1 im ersten OK nichts brauchen. Also die Stelle würde tatsächlich so leer bleiben, ohne dass es ein Problem sei. Bei der Reihenstabilisierung, wo die Decken sowieso abwesend, also nicht wirklich abwesend sind, sondern keine aussteifenden Wirkungen haben, dann müssen wir da alle Reihen stabilisieren, also wirklich alles stabilisieren. Und wir würden da auch bei diesen Obergeschoss Aussteifungen einsetzen müssen. Okay? Das ist so der Unterschied zwischen Reihenstabilisierung und Scheibenstabilisierung. So gesehen ist sogar die Reihenstabilisierung vielleicht am einfachsten, weil da sollte man einfach gucken, rein aus der Sicht der Kinematik, also die man aus der technischen Mechanik mehr oder weniger schon kennt, beziehungsweise die man hier noch, also wo man hier noch die Möglichkeit bekommen hat, es zu üben, da könnte man einfach aussteifen. Ganz blind, ohne die Decken. Weil also die Decken haben eh nichts. Okay. Ja, aber mal gucken. So, nochmal, der Plan folgen wir. Reihe 1 haben wir unten stabilisiert im Erdgeschoss. Reihe 4 wollen wir auch stabilisieren. Das war nur ein Vorschlag, ja, man kann es anders machen. Reihe 4 wollen wir stabilisieren. Reihe 4, das heißt, das hier werden wir stabilisieren. Und da haben wir eine Wand hier, eine Wand dort. Und hier, was ist das überhaupt? Moment, ich bin da ein bisschen verloren. Genau, hier vorne ist B, da ist A, das ist B, das ist A. Also bei A wollen wir im mittleren Bereich stabilisieren. Bei A, Reihe A, hier ist Reihe A, ja in der Mitte unten wollen wir stabilisieren. So. Also was wir da gerade gemacht haben, ich skizziere es mal dann hier im 3D-Bereich, wollte ich eigentlich nicht machen, aber ja, Reihe 1 haben wir stabilisiert. Die haben wir stabilisiert. Reihe 4 haben wir stabilisiert. Das ist hintere da. Reihe
wo Reihe A haben wir stabilisiert, A, wo A in der Mitte. Also hier ist A in der Mitte, das ist G da, das ist das hier. Okay, 1, 2, 3 Wände seht ihr, plus das Dach ist da. Und das ist okay für den ersten OG. Für das Erdgeschoss. Okay, und dann sollte man zum Obergeschoss gehen und nochmal stabilisieren. Okay, also jetzt gehen wir mal zum Obergeschoss. Für das Obergeschoss, ich komme hier am einfachsten bei der Draufsicht. Was brauchen wir? Ein Dach, wir haben schon ein Dach, das ist eine Decke. Und drei Seiten müssen wir aussteifen. Ich kann einfach sagen, dass ich hier mal, übrigens, ich hatte es im Grün, ich mache das mal so. So, und dann hier werde ich Grün benutzen. Ich kann sagen, ich mache eins, zwei, drei. So darf ich es machen. Ich kann aber auch sagen, ich lasse eher diese letzte Wand eher drüben, eher dort. Kann ich auch machen. Ich habe hier keine drei Wände, die parallel zueinander sind. Ich habe keine drei Wände, die sich alle durch denselben Punkt schneiden und so. Also es ist alles okay. Ich kann auch sagen, aufpassen. Ich kann nicht sagen, das ist eine Wand, das ist eine zweite und hier ist die dritte. Naja, kann ich eigentlich machen, aber dann wären die drei Paare auseinander. Beziehungsweise ich würde persönlich das hier sehen als unnötig. Aber ja, das klappt nicht, wie ihr das seht. Und selbst wenn ich sagen sollte, das ist die eine Wand, das ist die zweite und hier ist die dritte, dann ist es die Situation, wo die drei sich im selben Punkt schneiden. Also passt nicht. Okay. Also das hier geht dann auch nicht. Die drei schneiden sich im selben Punkt. Okay. So. Zurück, zurück, zurück. So. Also. Ich entscheide mich mal für die Variante. Wie ihr seht, hat man da unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann es auch so durchführen. Man kann es auch so durchführen. Also an der Stelle kann dann zum Beispiel der Architekten oder der Architekt aus welchem Grund auch immer Ästhetik entscheiden, wo Aussteifungen vorhanden sind und wo nicht. Ja, weil man hat da genug Flexibilität, will ich mal sagen. Okay. Man kann sogar einen gewissen Raster noch machen mit den Ausstreifungen. Ja, man muss nur überprüfen, dass es immer noch passt hier. Ja, ich muss mich entscheiden. Ja. Ich muss mich jetzt entscheiden und ich baue mal das hier. Okay, was heißt das konkret? Das heißt, auf Reihe A setze ich mal etwas. Auf Reihe B setze ich auch etwas und auf Reihe 3 setze ich etwas, das ist dann 3. So, also auf A, auf B, auf A ganz links, wir gucken so, auf A, wo ist A ganz links, das ist die Scheibe. Die da. Auf B, das ist die Vordertür hier. Und auf Reihe 3, das ist die hier. Und oberhalb hat man eine Decke, die ausgeteilt ist, beziehungsweise eine Schleifbewegung hat. Okay? Also ihr merkt dann zum Beispiel hier für die Reihe 1, es war dann nicht nötig, direkt den oberen Bereich auszusteifen.
So gesehen, allein wie es hier steht, kann sich diesen Teil hier verdrehen. Das ist kinematisch. So gesehen. Das System besteht aber nicht allein aus Reihe 1, sondern es gibt andere Elemente. Und warum bewegt sich letztendlich die Reihe 1 nicht? So, warum bewegt sich letztendlich dann diesen oberen Bereich nicht? Weil es ausreichend ausgestreift ist durch diese eine Wand, dieses zweite und diese dritte, die nicht alle parallel sind und nicht alle durch denselben Punkt. Und oberhalb hat man Aussteifen. Gut, das war die Scheibenstabilisierung. Und jetzt gehen wir schnell dann zu der Reihenstabilisierung. Bei der Reihenstabilisierung ist es so, dass wir keine aussteifende Decke haben. Ich merke gerade, dass ich diese Zeichnung hier doch brauche. Was passiert? Das ist nicht gut. Okay, das ist wirklich nicht. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Okay, es klappt nicht so. Wir machen einfach so weiter. So, also jetzt die Decken lassen wir einfach so, wie sie sind. Dann kommen wir bei der Reihen. Also, was ist wirklich die Besonderheit hier? Wir gucken mal das Erdgeschoss. Genau, das Erdgeschoss. Gucken mal das Erdgeschoss. Dadurch, dass wir hier oben keine Decke haben, brauchen wir für die, also dadurch, dass es hier oben nichts gibt, dadurch, dass es hier oben nichts gibt, brauchen wir vier ausgesteiften Seiten, vier Wände. Okay, du hast kein Dach, du brauchst dann, also du brauchst dann grundsätzlich vier Wände jedes Mal. Für den Box hier, für diesen Bereich, braucht man vier Wände. Für den weiteren Bereich würden wir auch noch vier Wände brauchen und hier auch noch vier Wände. An der Stelle könnte man, das ist eine Draufsicht, die ich gerade benutze, man könnte sich die Frage stellen, warum reicht es nicht, einfach vier Wände zu haben? Also eins, zwei, drei, vier, die sich nicht alle miteinander schneiden. Also sollte das hier nicht klappen? Ich wähle vielleicht eine leichtere Variante, um gleich zu zeigen, dass es nicht geht. Es sollte nicht zwangsläufig gehen, zum Beispiel die Variante. Lass uns es mal zeichnen. Was haben wir da letztendlich gemacht? Wir sagen das Folgende. So. Wir sagen gerade, dass wir da oben kein Dach haben. Weder hier, noch dort. Und wir steifen die Seiten aus. Wir steifen das hier aus, so, das hier, ja, die Fläche dahinter. Und die hier, sehr gut. Vier Wänden, kein Dach. Und das ist okay. Für diesen Box. Okay, und die Frage ist, warum ist es dann nicht okay für das Ganze? Okay, beziehungsweise ist es nicht okay für das Ganze? Schauen wir mal. So, der erste Box ist okay.
Schauen wir mal den zweiten hier. Was hat er als Problem? Beziehungsweise er hat hier schon eine Seite. Er hat eine Seite, hat aber kein. Also für diesen zweiten Boss haben wir sowas wie die Situation hier. Wir haben grundsätzlich nur eine Scheibe, die vorhanden ist. Und wir haben noch den ganzen Teil hier. Der sich prinzipiell bewegen kann. Können wir uns mal, wie er sich bewegen kann. In horizontaler Richtung, in dieser Richtung kann sich das hier prinzipiell nicht mehr bewegen, dadurch, dass wir diese Scheibe hier haben, dieses Element. Also das brauchen wir nicht mehr zu betrachten an der Stelle. Die Elemente hier können sich auch in die Richtung nicht mehr bewegen. Wir haben schon eine ausreichende Aussteifung durch die Scheibe, die hier an der Stelle vorhanden ist. Was kann aber auftreten? Ja, durch so eine Belastung können wir hier eine seitliche Abweichung bzw. Schiffstellung dieser Stützen haben in die Richtung, in diese Richtung. Das nennen wir die Richtung mal X. Also in X-Richtung hier kann nichts mehr passieren. In Y-Richtung kann an der Stelle hier nichts mehr passieren. Das ist okay. Hier ist es aber noch nicht okay. Hier auch nicht. Okay. Also eine weitere Aussteifung würden wir an der Stelle hier brauchen. Hier würden wir da noch was brauchen. Und dort. Jetzt will ich noch überlegen, und überprüfen, dass ich nichts vergesse. In die Richtung, ja. Das kann sich nicht mehr bewegen, das kann sich nicht bewegen, okay. Ist das so? Prinzipiell kann sich nicht bewegen. Ja. Also prinzipiell würde ich es so lassen. Genau. Also mit den Scheiben, die hier schon vorhanden sind, können sich die Elemente hier in die Richtung nicht mehr bewegen. Wir haben schon so eine Situation. Okay, da kann nichts mehr passieren. So, da kann nichts mehr passieren. In die Richtung, ja, das haben wir hier noch geklärt und geprüft, dass es nichts mehr passieren kann. Jetzt in die Richtung. Nee, es ist schon okay. So, das hier würde eigentlich reichen. Das hier würde eigentlich reichen. Okay. Ja, also da bei der Reihen Stabilisierung ist es oft so, dass man die wirklich alle Reihen einfach aussteift. Aber rein aus der Statik gesehen würde die Darstellung hier für das erste Objekt schon reichen. Für das SDOG. Also was heißt es überhaupt? Das heißt, bei die Reihen muss ich jetzt noch nummerieren. Reihe okay, 1, 2, 3, 4 und A, B. Okay, das hier ist A, das hier ist B. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3 und 4 aussteigen unten. 1, 2, 3 und 4 unten aussteigen. 1, 2, 3, 4, genau. Dann A und B im ersten Box. A und B. Genau. Und dann
das war's. Also ihr merkt hier, wenn man hier A ausgesteift hat, dann braucht man hier nichts mehr. Rein aus der Statik. Und wenn man hier B ausgesteift hat, dann braucht man hier auch nichts mehr. Also sobald diese Scheibe hier ausgesteift ist, dann können sich die weiteren da nicht bewegen. Das haben wir schon mal erklärt. Okay, wo haben wir das erklärt? Ich glaube, hier oben haben wir das erklärt. Okay, ich hoffe, es ist okay und verständlich für alle. Okay, also das ist was, so ist das. Halb A und halb B. So, wir haben da A gehabt und dadurch, dass wir da A schon haben, brauchen wir hier nichts mehr zu tun. Das ist, was wir euch vorhin dann gesehen haben. Hier brauchen wir auch nichts mehr zu tun. Okay? Ansonsten prinzipiell ist für jeden Box hier vier Wände zu haben, wenn wir kein Dach haben. Vier Wände. Also die vier Seiten müssen ausgesteift werden. Die Seite hier, die hier, wo ich gerade was lösche, ist ausgesteift dank dieser Wand. Und die Weise, wie sie da aufgebaut sind, wie sie da in Verbund miteinander stehen. So, okay, gut. Ich hoffe, dass da war klar. So ist dann das Ganze hier schon ausreichend ausgesteift für das Erdgeschoss. Dann gehen wir im Obergeschoss. Ihr merkt hier den Trick wirklich, beziehungsweise es ist, ja, den Trick wirklich ist mit dieser Aufsicht hier zu arbeiten. Und dann erst später kann man vielleicht noch kontrollieren in den 3D-Zeichnungen. Die 3D-Zeichnung zu benutzen, um zu markieren, was hat man schon ausgesteift und so, das will ich nicht benutzen. Also hier aus der Draufsicht gucken wir nochmal, was wollen wir tun? Wir sagen, es sollte eine Reihenstabilisierung sein. Das heißt, erstmal brauchen wir zumindest für den ersten Loch vier Wände auszusteifen. Dadurch, dass die Decke hier nichts macht. Und dann gucken wir bei den weiteren, ob wir noch etwas brauchen. Wenn wir hier die vier Wände schon ausgesteift haben, kann hier noch was passieren? Probieren wir mal. Können wir hier mal eine Last aufsetzen? Das ist nur drauf, sich aufpassen. Ja, wir gucken hier von oben. Können wir hier noch was machen in die Richtung? Prinzipiell nicht mehr. Warum? Weil die Wand hier kann diese Lasten aufnehmen. Also diese Verschiebungen können nicht mehr auftreten. Die Lasten hier werden direkt aufgenommen. Das hier kann aber noch passieren an der Stelle. Okay. Das müssen wir verhindern. Das müssen wir verhindern. Bei einer Scheibenstabilisierung würden wir die Scheibe selbst aussteifen. Das können wir hier aber nicht machen. Wie vermeiden wir überhaupt, dass sowas passiert? Wir brauchen eine Wand hier, um diese Belastung aufzunehmen oder um diese Verformung zu vermeiden. Okay, und wenn wir das machen, dann sind wir hier fertig. Okay, das ist schon aus der Draufsicht. Okay. Aber das können wir jetzt gleich noch zusammen überprüfen. Was haben wir letztendlich gesagt? Wir sagen, dass wir A, B, 1, 2 und 3 aussteifen. 1, 2, 3, A und B links. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A und B links. Wir merken hier, wenn A schon ausgesteift ist, hier links, dann braucht man für die rechte Seite hier nichts mehr zu tun. Wenn B hier schon ausgesteift, hier links, dann braucht man für die rechte Seite hier auch nichts mehr zu tun. Okay? Das ist A und B, das ist die A und B-Geschichte. Jetzt 1, 2 und 3. Hier merkt ihr, die obere Seite hier könnte sich noch von allein bewegen. Und hatte nichts, um mitzuhelfen. Sie könnte sich noch bewegen und es gibt keine andere Scheibe, die man da ausstreifen könnte, um es zu helfen. Sie müsste zwangsläufig ausgestaltet werden. Das haben wir auch getan an der Stelle. Bei H2 und H3 ist es genau dasselbe. Gut. Ich wäre hier am Ende dieser sehr langen Aufzeichnung. Ich glaube, das sind schon 2 Stunden und so.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Daran haben wir wirklich viel gemacht. Ich hatte eigentlich vor, weiteren Aufgaben mal zu machen an der Stelle. Ich wollte einfach googeln, was wir da für Aufgaben haben. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal in einer Aufzeichnung, die dann speziell für Aufgaben dann geplant wären. Also wirklich hier, wenn man da irgendwas mitnehmen muss, für die Aussteifung braucht man 3 Wände, die nicht alle parallel zueinander sind, die sich nicht alle im selben schneiden, plus ein Dach, also beziehungsweise eine Fläche, eine Decke, die da lassen, in ihre Ebene nehmen kann. Man spricht da auch von schubstarre Decke. Ansonsten sollten wir keine solchen Decke haben, also sollten wir eine schubweiche Decke haben, oder gar keine Decke, warum auch immer, dann würde man 4 Wände brauchen, beziehungsweise 4 Scheiben. Also damit Scheiben meint man Flächenelemente, grundsätzlich die Kräfte in ihre Ebene nehmen. Okay, das kann eine tatsächliche Wand sein, das kann aber auch ein Rahmen sein, ein zwei Gelenkrahmen, drei Gelenkrahmen, ein Rahmen mit eingespannten Stützen, eine einzige Stütze, die eingespannt ist und dazu ein Dreigelenkbogen, oder anderen Varianten noch. Hier diese vollgelenkigen Rahmen, die ausgesteift sind mit einer beziehungsweise Druckdiagonale oder mit Kreuzverbände. Es gibt da viele Alternativen. Ne? Und dann haben wir gesehen, wie man es anwendet, um die Aussteifung eines räumliches Bauwerk durchzuführen. Wir haben andere Berechnungen mal gemacht, wie werden überhaupt Windlassen oder Ortonotallassen im Allgemeinen in aussteifenden Elemente eingesetzt, eingeleitet. Und ja, falls ihr Fragen dazu habt, dürft ihr die natürlich in den Kommentaren schreiben. Ansonsten würde ich mich hier verabschieden und ich sag mal gute Nacht. Okay, und bis zum nächsten Mal.